Es war ein langer Tag gestern, weil ich ganz früh am Flughafen war, um einen PCR-Test zu machen, auf den ich dann zum Glück nur 4,5 Stunden warten musste. Hätte auch 6 Stunden sein können. Und dann war der Flug recht easy, war ein ganz leeres Flugzeug. Und dann war hier noch natürlich ein Prozedere nach Ankunft am Flughafen direkt ein PCR-Test und einen Schnelltest und einige Zeit an Warten. Und dann war es auch ein Erlebnis. Ich war zwar schon ein paar Mal hier und habe den Verkehr mitbekommen, aber die Fahrt dann hierher ins Hotel war schon auch nochmal speziell, den ganzen Verkehr und den Trubel hier mitzubekommen. Ich war zu Hause gerade am Abendessen und habe gemerkt, dass mein Handy klingelt. Und da musste ich nicht mehr lange überlegen. Ich habe dann seine Nummer auf dem Display gesehen und wusste eigentlich schon, gibt ja wenig Gründe, warum der Bundestrainer sonst anrufen könnte, als dass er wollte, dass man nach Ägypten reist. Wir hatten das zu Hause oder mit meiner Frau alles schon ein bisschen abgesprochen, falls sowas passieren würde, was dann wie unsere Entscheidung ausfällt. Und da gab es eigentlich gar keine Frage, als dass ich hinreisen werde. Und deshalb war die Entscheidung dann recht schnell und einfach. Zunächst mal immer noch, trotzdem tut es mir leid für Tobi, weil so eine Verletzung ist immer scheiße und dann innerhalb von so einer großen Meisterschaft noch beschissener. Aber klar, ich versuche jetzt mein Teil dazu beizutragen, dass wir hier erfolgreich sein können, und freue mich natürlich auch jetzt nach, ich glaube, es sind über 1,5 Jahre, die ich nicht mehr dabei war, jetzt wieder bei der Nationalmannschaft zu sein.